Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Video für euch, aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, heute soll es wieder um meine Rache gehen. Ich hänge ja mit der Rache zurück, deswegen, heute werden wir uns um den Monat Dezember 2021 kümmern, sehen, was habe ich da an Neuzugängen gehabt und was habe ich davon gelesen. Ich denke aber, dass da ganz, ganz viele Bücher sein werden, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich weiß, dass ich sehr viele Bücher mir im Dezember bekommen habe und dass da noch einiges ist. Aber wir wollen mal reinschauen. Und wollen gucken, was habe ich bis heute gelesen. Ist natürlich komisch, wenn jetzt plötzlich, der Dezember hier ansteht, obwohl draußen schönes Wetter ist und wir Mai haben. Aber ich habe ja irgendwann eine Lücke gehabt und habe dann überlegt, was machst du, übergehst du Monate. Aber ich habe mich ja dann dafür entschieden, einfach ganz normal weiterzumachen. So, ich sehe schon, es sind einige Bücher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, es könnten so um die 9 Bücher sein. Ich sehe das nicht so ganz, weil da halt Blumen vorstehen, aber ich hatte auch einige Zeit wohl kein Video gedreht, weil das war der Zeitpunkt, wo mein Mann so schwer krank geworden ist. Da habe ich dann auch sehr viel, durch Weihnachten natürlich auch Bücher geschenkt bekommen und konnte dann auch nicht so viel lesen in der Zeit danach, weil ja, es war dann so, nachdem mein Mann dann gerade wieder gesund war, ist meine Mutter ja gestorben und Anfang letzten Jahres und ja, das war alles schon recht heftig, eine recht heftige Zeit für mich und wie das halt manchmal so im Leben ist, ne? Es läuft nicht immer so, wie wir es gerne hätten, geradlinig und ohne Probleme. Aber ich bin gespannt, weil ich, wie gesagt, ich hatte mir Bücher gekauft, welche geschenkt bekommen und dann bin ich jetzt mal gespannt. Das Geheimnis des Wintergartens von Julia Kelly. Ja, dieses Buch, jetzt habe ich hier irgendwie Quatsch gemacht. Ich bin irgendwo dran gekommen. Was ist das denn für ein Käse? So. Das Geheimnis des Wintergartens von Julia Kelly. Das Buch habe ich auf meiner 12 Books in 12 Months Liste für dieses Jahr. Wir haben zwei Zeitebenen. Es geht einmal um 1944 und es geht um ein tolles Anwesen, das zu einem Lazarett umgebaut wird. Und die Besitzerin, die hat einen ganz toll, prachtvoll angelegten Garten und versucht den halt zu verteidigen vor der Armee und stellt natürlich auch dahingehend eine Bedingung. Und ihr Sohn ist dort verunglückt, deswegen hat der Garten auch nochmal für sie eine wichtige Bedeutung. Dann haben wir 2020 einen Strang, da geht es um eine junge Gärtnerin, die entdeckt den Park und ist total fasziniert davon. Und es ist der Garten von einer Landschaftsarchitektin und wurde angelegt 1907, bevor sie nach Amerika ausgewandert ist. Und sie möchte halt jetzt diesen Garten wieder so herstellen, wie er früher war. Sie findet auch alte Skizzen und versucht alles mit der neuen Besitzerin, diesen Garten wieder sozusagen auf Stand zu bringen. Und über dem Garten steht auch so ein Name, Sally Lest.
Und ja, soll sehr eine sehr anrührende Geschichte sein. Alles miteinander toll verwoben, sowohl die Geschichte von 1944 als die Geschichte von 2020. Und es geht wieder um Frauen, die halt ihren Mann stehen sozusagen. Und ja, leider noch nicht gelesen, aber auf meiner 12 Books and 12 Months Liste. Dann ein Thriller, der uns nach Dänemark führt. Und von Anne Norby und heißt Kalter Strand. Das Buch habe ich angefangen, oben bei mir am Bett, habe reingelesen. Es geht um eine Ferienhaussiedlung in Dänemark, wo ich auch schon mal war. Und ja, die Geschichte startet halt damit, dass ein Mann vor dem Haus steht und einen Kanister in der Hand hat und das wohl auch anzünden soll. Weil, wenn er das nicht macht, wird seine eigene Familie umgebracht. Und ja, er steht halt vor diesem Ferienhaus und ist halt hin und her gerissen, was er tun soll. Weil er wird beobachtet und wenn er das nicht macht, wird seine eigene Familie umgebracht. Also ein gruseliger Gedanke. Wie gesagt, ich habe das Buch angelesen, ein Viertel gelesen. Und die Geschichte hat mir eigentlich super gefallen. Also es war auch gut geschrieben, aber ich habe sie nicht zu Ende gelesen, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch unheimlich viel andere Bücher noch zu lesen hatte. Und aber keine Ahnung, warum ich das nicht gelesen habe. Da geht es dann auch wieder um die Zusammenarbeit mit Scanpool und in Hamburg und ja, auch so eine deutsch-dänische Ermittlersache. Ja, wir gehen, genau, also wir reisen mit an den Unglücksort, dann werden die Ermittlungen aufgenommen. Und wie gesagt, diese Kombi aus deutsch-dänischer Zusammenarbeit hat mich auch sehr gereizt. Und das ist der erste Band von einer Reihe mit diesem Ermittler-Duo. Ich habe mir das Buch, was danach rausgekommen ist, auch noch gekauft. Weil es ist ja wirklich oft so, wenn man dann eine Reihe für sich entdeckt und ein bisschen zu lange wartet, dann steht man da, dann werden halt Reihen ganz schnell nicht mehr gedruckt, weil es vielleicht dann auch nicht so einen großen Leserkreis hat. Und ja, deswegen hatte ich mir gleich schon den zweiten Teil auch geholt. Ja, aber auch, wie gesagt, nur zum Viertel gelesen. Also müsste ich auch noch mal starten. Dann das nächste Buch von Rudika Dönert, Der Palast. Oh, das habe ich gelesen. Ja, das ist auch eine super Geschichte, die verfilmt worden ist von der ARD und ZDF. Da geht es um zwei Schwestern, die nichts voneinander wissen. Die eine wohnt in Ost-Berlin. Und die andere irgendwo, ich weiß jetzt nicht, in Bayern. Die eine, also beide sind unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen. Die aus dem Westen muss geschäftlich nach Ost-Berlin. Und wird dort, ja, weil sie dort einen Deal mit der DDR abschließen möchte. Und geht dort oder wird eingeladen, abends eine Revue im Tanzpalast zu sehen und erkennt auf der Bühne eine Frau, wo sie erst denkt, das kann doch gar nicht sein, die sieht mir aber total ähnlich und sie folgt dieser Frau und nimmt dann auch Kontakt auf. Ja, und die beiden entdecken halt, dass sie Schwestern sind und dass da eine richtig dicke Geschichte hinter steckt. Und sie schließen ein, oder, ja, erdecken einen Plan oder überlegen sich einen Plan, wie die jeweils andere das Leben und den anderen Elternteil besser kennenlernen kann. Und ja, es ist natürlich auch gefährlich,
wenn man da praktisch sozusagen die Seiten wechselt. Man hat ja schließlich auch Familie und Verantwortung. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Verfilmung im ARD oder ZDF fand ich gut. Ich habe mir die im Nachhinein angeschaut, weil ich das erst gar nicht wusste, dass es da eine Verfilmung gibt. Und ja, hat mir auch super gefallen. Und wie gesagt, das Buch auch. Das Buch ist auch sehr schön aufgemacht. Und ja. Die beiden Schwestern sind auch sehr unterschiedlich und beide fragen sich auch irgendwann, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich jetzt ja, mit meiner Schwester aufgewachsen wäre. Und es geht halt eben auch um die, ja, um die Frage nach der Suche der Wurzeln und eben auch die ja, deutsch-deutsche Geschichte und mit kurz vor dem Mauerfall. Und ja, hat mir gut gefallen, habe ich gelesen. Gott sei Dank, wenigstens ein Buch. So, dann habe ich mir von Jonathan Franzen ein Buch gekauft, das Crossroads. Das ist der Auftakt zu einer Reihe oder zu einer Trilogie, genau weiß ich es nicht. Ist auch ein ziemlich dickes Buch. Und erzählt eine Familiengeschichte im mittleren Westen der USA. Ja. Genau, es ist Weihnachten, die Familie steht vor einem Scheideweg, weil alles nicht mehr so toll läuft. Der Vater ist Pastor und er möchte eigentlich seine Frau verlassen. Wegen einer anderen Frau, aber seine Frau hat ganz eigene Interessen. Dann der erste Sohn heißt Clem, der kommt von der Uni zurück und hat ein Geheimnis für den Vater. Und die Schwester ist als so ein beliebtes Highschool-Girl und will in die Musikkultur einsteigen. Und dann gibt es noch, ich glaube, der Jüngste, der halt Drogen veräußert an Leute an der Schule. Und irgendwie tut sich da ja so eine richtige Kluft auf zwischen den Einzelnen, weil jeder möchte gerne so sein eigenes Ding drehen und soll unglaublich gut sein. Und ja, ich möchte es auf jeden Fall bald lesen, weil wenn der zweite Teil rauskommt und das Buch ist grandios, wovon ich eigentlich ausgehe, weil Jonathan Franzen hat ganz viele positive Kritiken für dieses Buch gekriegt. Und es ist sehr dick und ich glaube auch nicht gerade so groß geschrieben und hat über 800 Seiten. Also, aber ich möchte es lesen. Definitiv. So, dann habe ich mir ein Buch Kim Faber und Jani Pedersen, Winterland, ja. Es ist so ein Fall für Junker und Christiansen, spielt in Dänemark und ja, das Buch hatte ich geschenkt bekommen und habe es aber leider noch nicht gelesen, Ja, die Geschichte spielt in Kopenhagen, aber auch in einer Provinzstadt. Ein Mann wird erschlagen und ist spurlos verschwunden. Keiner hat etwas gesehen und gehört. Und Martin Junker wird mit dem Fall betreut. Und er ist einer der besten Mordermittler Dänemarks. Ja, und genau, er hat eigentlich in Kopenhagen gearbeitet, aber durch einen verhängnisvollen Fehler, den er begangen hat, wird er in das Provinznest versetzt. Und seine Kollegin in Kopenhagen, die steht auch vor einem schwierigen Fall.
Und da gibt es auch eine Bombe, die in der Weihnachtszeit irgendwo explodiert ist. Und sie verfolgt die Spur und landet auch in der Provinz. Ja, auch ein sehr dickes Buch, aber klingt auch nach einer mega spannenden Geschichte. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Schande über mein Haupt. Also das sieht ja bisher nicht so toll aus. Also, puh. Ist schon einiges, ja, was da auf mich zukommt. Aber das Buch werde ich auf jeden Fall lesen. Ja, ich sage gerade auch, dass ich viele spannende Geschichten zu dem Zeitpunkt gelesen habe, aber eben auch viele Familiengeschichten, die zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges spielen. Ja, dann habe ich so ein kleines Buch von meiner Familie bekommen, das heißt Hygge. Da geht es um Hygge, um die Gemütlichkeit der Dänen. Und ja, und auch diese Gelassenheit und dieses Glücklichsein, was die Dänen haben oder überhaupt die Skandinavier, das ist ein dünnes Büchlein, das habe ich so gelesen, ist ja ein Sachbuch. Und da geht es halt darum, dass man halt gelassener wird und sein Leben liebt, so wie es ist. Und wir sind ja auch so eine richtig schnelllebige Zeit geworden. Und ja, wenn ich halt in den Norden fahre und dort Urlaub mache, dann merke ich jedes Mal, die Leute sind einfach entspannter, gelassener. Und darum geht es in diesem Buch. Wir prägen unser Leben eigentlich echt nur noch durch Schnelligkeit, Geld machen und ja, der Mensch bleibt irgendwie auf der Strecke. Und dieses Buch handelt halt davon, wie die das so machen, wie ist ihre Kultur, warum sehen sie viele Dinge einfach anders und gelassener als wir. Ja, habe ich gelesen, dieses Buch. Und das ist dann das zweite. Naja, okay. Das nächste Buch. Oh, ich habe noch zwei Klassiker bekommen. Von F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby, ein dünnes Büchlein, habe ich leider auch noch nicht gelesen. Ich weiß zwar, worum es in diesem Buch geht, wovon es handelt, aber ich habe das aus dem Nicole Verlag. Das ist total gut gestaltet. Und habe es aber auch noch nicht gelesen. Diese Nicole-Ausgaben sind wunderschön. Und ich habe auch noch das zweite Buch, ist glaube ich von Jane Austen, Stolz und Vorurteil, auch noch nicht gelesen. Ich kenne zwar die Geschichte, ich weiß, worum es geht, aber meine Weihnachtsgeschenkbücher aus dem Nicole Verlag habe ich noch nicht gelesen. Ja. Schande über mein Haupt. Ja, ist schade, aber das sind halt auch so Klassiker, die man nicht unbedingt sofort lesen muss und deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht. So, uiuiui, noch kein Ende in Sicht. Das nächste Buch, das habe ich, glaube ich, mir gebraucht gekauft gehabt, Der Kinderzug. Ja. Da geht es um die Kinderlandverschickung im Zweiten Weltkrieg. Und ja, das ist auch ein Thema, was mich sehr doll beschäftigt, was ich gerne lesen möchte. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss, wo Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, von Deutschland aus in andere Länder geschickt wurden, auch zum Beispiel selbst nach England. Und Kinder mussten ohne Eltern auskommen. Es geht um die Leere Barbare, die ja, die soll so eine Kinderlandverschickung von Mädchen begleiten. Und sie kommt dann an und an dem Ort. Ja, auf Usedom soll
soll sich um die Kinder dann kümmern, aber als sie dort ankommen, überlebt sie eine böse Überraschung. Ja, das Heim wird geräumt und es beginnt eine Odyssee, weil sie muss sich jetzt um diese Kinder kümmern. Sie weiß nicht genau wohin und hält sich auch aus der Politik heraus und ja, will auch eigentlich mit diesen grausamen Methoden der Nationalsozialisten nichts zu tun haben. Und aber sie wird dann gezwungen, sich der Realität zu stellen, weil ein Mädchen verschwindet und ein polnischer Zwangsarbeiter wird verdächtig. Und also das klingt wirklich nach einer super spannenden Geschichte. Toll. Aber wie gesagt, das Buch habe ich auch leider noch nicht gelesen. Und ich finde es sehr interessant. Ja. Schade. Aber wie gesagt, das sind so Bücher, die schimmeln ja auch nicht. Und das werde ich auf jeden Fall noch lesen. So, das letzte Buch. Oh je, auch ein ganz dicker Klopfer. Genau, das habe ich als reduziert. Das Buch der vergessenen Artisten. Da habe ich auch mal reingelesen und das klingt auch richtig gut. Diese Geschichte führt uns auch nach 1935 zu Beginn der Nationalsozialisten. Und da geht es um andersartige Menschen. Und die Geschichte startet mit dem 13-jährigen Mathis, der anders ist, der halt ein Bauerssohn ist. Und ja, für ihn scheint es so, als ob es nur das Bestellen der Äcker gibt. Und eines Tages kommt ein Zirkus in die Stadt und er ist total fasziniert von diesen andersartigen Menschen, die dort arbeiten, die außergewöhnlich sind, und er merkt ganz schnell, dass halt sein Horizont sehr begrenzt ist und dass es eine ganz andere Welt gibt, die ja Showbühnen, schillernde Schausteller, und er geht mit diesen Schaustellern auf Reise, nämlich durch ganz Europa und Deutschland, Schweiz, Österreich, Paris, und ja, fühlt sich dann wohl auch ganz wohl. Und wir haben dann nochmal eine Geschichte zur Zeit der Nationalsozialisten, viele Jahre später, und sie leben sozusagen in so einer Wohngemeinschaft am Rande Berlins und ja, hat auch eine Partnerin gefunden, die Kraftfrau Meta. Und es sind einfach düstere Zeiten für Artisten, weil es ja andersartige Menschen sind. Es viele Büsten und Clubs werden geschlossen und sie finden dann halt keine Arbeit. Und Mathis versucht sich halt dagegen zu wehren und schreibt einen geheimen Buch. Und das viele Geheimnisse verbirgt, und ja. Und irgendwann taucht ein Künstler auf, der Meta wohl gerne malen will oder für. Und es sind schlimme Zeiten, die Menschen jubeln den Nationalsozialisten zu und Artisten müssen um ihr Leben bangen, weil sie halt andersartig sind in vielen Fällen. Und ja, sie haben halt viele Geheimnisse, die zu verbergen sind, und eben in diesem Buch schreibt er auch ganz viele Geheimnisse auf. Ja, das ist genau ein Buch wie für mich, also habe ich auch noch nicht gelesen. So, Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle stoppen und werde die Bücher raussuchen. So, ihr Lieben, ich bin zurück mit den Büchern, die noch gelesen werden müssen in den nächsten Monaten. Da wäre unter anderem von Julia Kelly Das Geheimnis des Wintergartens, eine Geschichte auf zwei Zeitebenen, die 1944 und 2020 spielt. Es geht um Highbury House mit dem wundervollen Garten. Und um 2020 geht es um die Gärtnerin Emma, die ist fasziniert von dem Garten und versucht ihn so zu rekonstruieren, wie er 1912 angelegt worden ist.
Da hätten wir eine sozialkritische Familiengeschichte von Jonathan Franzen, nämlich Crossroads. Es soll angeblich der erste Band sein einer Trilogie, ein Roman über eine Familie, die am Scheideweg ist. Und hier geht es um Lügen, um Sehnsüchte, um Geschwisterliebe und eben Geheimnisse und Rivalität. Ja, soll eine total tolle Geschichte sein über einen Pfarrer, der seine Frau verlassen will. Seine Frau wiederum hat auch Geheimnisse. Dann der Sohn, der älteste Sohn, kommt von der Uni und hat auch Geheimnisse und möchte seinem Vater etwas offenbaren. Dann gibt es eine Tochter, die ist wohl Cheerleaderin, aber die hat auch ihre Träume, die möchte zur Bühne. Und dann gibt es den jüngsten Sohn, der dealt mit Drogen. Und alle haben irgendwelche Wünsche und Sehnsüchte, aber auch Geheimnisse. Ja, soll eine tolle Geschichte sein. Dann haben wir einen Thriller aus dem, ja, der in Dänemark spielt, von Anne Norby. Kalter Strand heißt der. Die Geschichte startet in einer Ferienhaussiedlung. Ein Mann steht in dunkler Nacht mit einem Benzinkanister in der rechten Hand und einer Fackel in den linken. Und er weiß genau, dass das, was er da tun soll, eigentlich nicht übers Herz bringt und auch nie machen würde. Aber er ist gezwungen, denn seine Familie wird sonst umgebracht, wenn er diese Tat nicht begeht. Ja, ein Ermittlerduo, glaube ich auch, was ja sehr spannend soll. Also auf jeden Fall, die Geschichte spielt in Dänemark und ich bin total begeistert. Habe ich allerdings auch bisher jetzt noch nicht gelesen. So, dann hatte ich Weihnachten zwei Klassiker bekommen aus dem Nicole Verlag, nämlich einmal F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby, und von Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Beide Bücher noch nicht gelesen. Ich meine, ich kenne den großen Gatsby, ich weiß, worum es geht, und auch bei Stolz und Vorurteile. Aber wie gesagt, die beiden Bücher habe ich auch noch nicht gelesen. Als weiteres haben wir auch von Kim Faber und Janni Pedersen einen Nummer 1 Bestseller aus Dänemark. Das ist der erste Fall für Junker und Christiansen und heißt Winterland. Die Geschichte spielt einerseits in Kopenhagen. Dort wurde ein schrecklicher Anschlag verübt. Und auf der anderen Seite haben wir die Provinzstadt Sandsdal, wo auch ein Mord die Gemeinde erschüttert. Ein Mann wird erschlagen aufgefunden, seine Ehefrau ist verschwunden und keiner hat etwas gesehen. Es gibt keine Spuren, kein Motiv. Martin Juncker, einer der besten Mordermittler Dänemarks, übernimmt den Fall. Wegen eines verhängnisvollen Fehlers wurde er strafversetzt nach Sandsdal. Er leitet dort nun die kleine Polizeistation und seine ehemalige Kollegin Sine Christiansen arbeitet immer noch in Kopenhagen. Sie ist an einem Fall dran, wo eine Bombe explodiert ist, nimmt die Verfolgung auf und landet auch irgendwo in der Provinz. Ja, das Ermittlerduo hat viel zu tun, denn wo ein Mord passiert, passiert auch schnell ein zweiter. Ja, klingt auch nach einer super spannenden Geschichte und dann auch noch aus Dänemark. Ja, noch nicht gelesen. Dann habe ich noch das Buch von Michaela Küpper, Der Kinderzug. Auch diese Geschichte interessiert mich brennend, denn es geht um die Kinderlandverschickung. Die Geschichte startet im Ruhrgebiet im Sommer 1943. Die junge Lehrerin Barbara soll eine Gruppe Mädchen im Rahmen der sogenannten Kinderlandverschickung begleiten. Angst, aber auch gespannte Unruhe beherrschen die Gedanken der Kinder, denn die wissen nicht, was auf sie zukommt. Und sie sollen auf die Insel Usedom in ein Heim. Das soll ihr zeitweiliges Zuhause werden. Zunächst erweist sich das auch als angenehme Überraschung, doch dann muss dieses geräumt werden. Es beginnt eine Odyssee, nicht nur für die Kinder, sondern auch für Barbara, und die sie schnell an ihre Grenzen führt. Bisher hat Barbara sich aus der Politik rausgehalten, weil sie mit den grausamen Methoden der Nationalsozialisten nicht konfrontiert werden wollte.
Und es ist aber so, dass ein Mädchen verschwindet und ein polnischer Zwangsarbeiter wird verdächtig. Und ja, irgendwann kommt für die Lehrerin die Stunde der Wahrheit. Sie muss sich wohl entscheiden. Und das letzte Buch, das Buch der vergessenen Artisten, auch eine Geschichte, die mich total fasziniert, von Vera Buck. Auch ein mega dickes Buch. Diese Geschichte führt uns in die wundersame Welt des Jahrmarkts in dramatischen Zeiten und eine Liebe, die auch die größte Dunkelheit erhält. Es startet Deutschland 1902. Matthias ist der 13-jährige oder ist der 13. Sohn eines Bohnenbauers. So, sein Leben verläuft sehr unspektakulär, nämlich nur auf Feldern. Erst als der Jahrmarkt ins Dorf Einzug hält, kommt Matthias eine Ahnung von der großen, weiten Welt, jenseits der Hügel, die den Ort umgeben. Eine Welt, in der elektrische Wunder, Kuriositäten und schillernde Showbühnen auf ihn warten. Ja, und so begibt sich Matthias mit den Schaustellern auf eine außergewöhnliche Reise. Dann haben wir einen Strang nach 30 Jahren. Der Röntgenkünstler Matthias lebt mit seiner Partnerin, der Kraftfrau Meta, in einer Wohnwagensiedlung am Rande Berlins. Es sind düstere Zeiten für die Artisten. Auftrittsverbote werden verhängt, ja, Bühnen werden dicht gemacht. Doch in geheimen Clubs und Künstlertreffs lebt die Vergangenheit weiter. Genau wie in dem Buch, an dem Matthias schreibt. Ein Buch, das Geheimnisse birgt und unter keinen Umständen in die falschen Hände gelangen darf. Ja, gefährliche Zeiten erfordern mutige Entscheidungen. Kann ein Einzelner den Lauf der Dinge verändern? Ja, klingt auch nach einer mega spannenden Geschichte. Ja, das sind die Bücher, die ich in den nächsten 3 Monaten irgendwie lesen sollte. Mal gucken, ob das alles so klappt. Ansonsten werdet ihr bei der Quartalsabrechnung werde ich halt Geld in meinen Schwein schmeißen, wenn ich die Bücher gerne behalten will. Und ich denke, das werde ich bei allen wohl tun. Weil das sind alles Geschichten, die mich interessieren, auf die ich Lust habe. Und außergewöhnlich tolle Geschichten sind. Das war's für heute. Das war jetzt meine Rache des Sub, die 12. Bei der nächsten Rache beginnen wir dann mit dem Jahr 2022 und ja, mal schauen, was da so alles auf mich zukommt, obwohl ich glaube, es müsste besser werden, dass mehr Geschichten gelesen sind. Im Dezember ist es ja auch immer so, dadurch, dass man Weihnachtsgeschenke bekommt, hat man immer mehr Bücher, als man sich normal kauft. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schmeißt auch mal einen Blick auf euren Sub und schaut nach, was ihr noch so Tolles habt. Für mich gilt es in erster Linie bei der Rache des Sub zu entdecken, was habe ich noch alles für tolle Geschichten, die auf mich warten. Klar ist es schön, wenn man den Sub reduziert, aber es ist auch schön zu wissen, was habe ich eigentlich noch alles? Was für tolle Geschichten warten dann noch darauf, von mir entdeckt zu werden? Ja, ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sonntag. Es ist Sonnenschein, zwar nicht ganz so heiß wie gestern, aber trotzdem tolles Wetter, sodass man raus kann. Ich werde mich nachher noch auf die Terrasse verziehen und eine Stunde lesen. Und ja, wünsche euch auch eine schöne Zeit. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.